Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2 online zusammen mit dem Jan. Hi. Woo, Party. Der Mike steht ja neben mir und es gibt jetzt so Navi-Stimmen und so. Wir haben es echt lange nicht aufgenommen. Das ist das Erste, was er sagen muss. Ja, es ist mega witzig. Ja, okay, ja, das ist wirklich lustig. Du hast die Navi-Stimmen, also ich finde das echt richtig crazy, dass es so Navi-Stimmen gibt. Du fährst vor, ja. Hier hört ihr die Navi-Stimmen. Wir spielen übrigens das Ganze ja online und auf diesem Server sind ungefähr gerade so knapp über 2800 das Leute. Das ist ungefähr, also es ist richtig, ungefähr richtig die Zahl. Das ist echt heftig wieder. Leute, ihr habt es euch gewünscht, also wir haben lange kein All-Truck mehr gebracht. Wir haben lange kein All-Truck mehr gebracht, aber meine Folgen wurden in letzter Zeit irgendwie richtig gut geklickt und ihr habt echt alle gesagt, so unbedingt wieder eine neue Folge und ja, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, endlich mal wieder eine neue Folge zu bringen. Also ungefähr ein Jahr ist es tatsächlich her. Das ist unglaublich krass. Richtig fahren, weil ja. Haben wir gerade festgestellt. Ja, war doch grün, hältst du mir, ne? Ja, ist sie gerade grün geworden. Ja. Hat schon, du willst nicht bremsen. Nein, die war grün. Nein. Die war grün. Jo, Leute. Wie Geld hast. Also ich habe ja immer noch, ich habe minus 12.700, weil ich meinen LKW gerade reparieren musste. Wie gesagt, Kollision. Ja, ich habe auch wenig Geld. Wir fahren erstmal in Richtung Nürnberg. Ja, genau. Weil Mike dahin will und sind jetzt gerade in Hamburg. Wir sind gerade in Hamburg, wollten nach Wien fahren. Ich habe aber leider keinen Auftrag nach Wien. Dann fahren wir einfach an Nürnberg vorbei, da habe ich nämlich einen Auftrag. Und ja, dann von Nürnberg hoffentlich weiter nach Österreich. Bin ich gespannt. Du hast einen Auftrag nach Wien. Wir haben gerade festgestellt, dass ich das letzte Mal, wo wir aufgenommen haben, hatte ich noch keinen Führerschein in echt. Halten und dann links. Er sagt sogar links halten, Alter. Ja, hatte ich noch keinen Führerschein und ich habe den vor ungefähr einem Jahr angefangen und habe den jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, habe ich meinen Führerschein in echt. Also von daher kann ich nur noch besser fahren. Wenn euch das Ganze gefällt, einfach mal eine Bewertung da lassen. Unbedingt natürlich auch auf beiden Kanälen vorbeischauen, denn wir bringen das nicht nur auf meinem Kanal hier, sondern auch auf dem Kanal von Jan. Genau. Oder auch andersrum, wenn ihr bei Jan guckt. Und dementsprechend einfach aus beiden Sichten einfach gleichzeitig gucken. Einfach zwei Handys oder am PC beide nebeneinander oder was weiß ich öffnen, dann könnt ihr dieses Video quasi aus beiden Sichten sehen. Und dann rechts ab. Ist ja auch gleich gecuttet. Wir cutten ja nicht fast gar nicht. Wir kacken nur. Ha, lol. es hat sich echt einiges getan am Spiel. Zum Beispiel die Autobahnauffahrt. Siehst du das gerade? Die waren doch immer so, jede Autobahnauffahrt war gleich. Und die waren komisch, habe ich das Gefühl gehabt. Die sieht jetzt auf jeden Fall anders aus. Echt? Glaubst du, die haben an der Map auch was verändert? Sieht auf jeden Fall absolut so aus. Was? Ich bin über Gelb gefahren und habe 360 Euro über rote Ampel. Warum kommt die einer weg? Was macht der denn hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, also die Autobahnauffahrt ist auf jeden Fall, ist die Autobahnauffahrt anders. Auf so Millionen Prozent. Ah, hier sind mal wieder die Wildparkenden. Ich habe mal eine Frage an dich. Fahren wir zu schnell oder fahren wir, halten wir uns an die Dinge? Nein, wir brettern durch. Schon, ne? Aber der warnt mich die ganze Zeit. Achtung! Rechts, ja, ohne Spaß. Ich sag die ganze Zeit, Achtung, auf Geschwindigkeitsbegrenzung achten oder so. Muss ich hier schon recht? Die Ausfahrt rechts. Ja, ich glaube schon. Ja, ja, doch. Die haben, Alter, die haben sowas von alles verändert. Also es sieht viel besser aus. Bitte rechts halten. Weil so ist es ja auch in echt. Ja, das. Also in echt sind die Auffahrten genauso, wie sie jetzt hier sind. Genau. Und die waren aber bei All Truck noch nie so, was ich auch ein bisschen kritisiert habe. Aber sie ist so. Ja, die Auffahrten waren auch echt schon. Boah, Alter! Du willst gleich schon umkippen und ich will jetzt umsetzen. Achtung! Ja, sagt er mir auch gerade. Nein, aber nicht mit dem Umkippen, er sagt nur wegen der Geschwindigkeit. Er sah das so schlimm aus. Ja, Alter, dein. Du bist echt jetzt? Schon, deine Reifen mir, sind schon auf der einen echt, Seite. Echt, bei mir sah das gar nicht so schlimm aus. Aber das, also die Auffahrten und so finde ich viel besser gelungen jetzt, also auch realistischer halt. Wenn nicht, muss ich das mit dem Navi umstellen. Das könnt ihr gerne mal auch abstimmen rechts in meinem I. Achten Sie auf die Geschwindigkeit. Ob wir den Navi überhaupt anlassen sollen, ob ich den lauter machen soll. Ja, ja, finde ich auch. Ob wir den überhaupt anlassen sollen, ob wir den lauter, leiser machen sollen oder. Ich glaube, mein Navi ist lauter als du. Auf die Echt jetzt? Nee.
Also weil mich ich hat will ja eigentlich nicht noch mehr Minus bekommen. Ja, ich bin ja vor dir, aber ich will das unbedingt umstellen. Also erstens, du musst es auch umstellen. Achtung, achten Sie auf die dass der nicht lauter ist als ich, weil meiner ist absolut viel leiser als du. Ich bleib rechts stehen. Warum? Dass ich das umstelle. Ich hab gar keinen Warnblink-Dings mehr gemacht. Ja, dann stelle ich das aber ganz kurz um. Hinter uns ist auch einer. Also ich lasse den Navi schon an. Ich will das anlassen, ja. Aber halt erstens leise, das habe ich aber sowieso. Aber hier die Warnung mache ich einfach keine, weil das ist ja die Geschwindigkeitswarnung, schätze ich mal. Keine, ja. Weil das absolut behindert. Die ganze Zeit, der hat es schon 15 Mal gesagt bei mir oder so. Ja, bei mir nicht so häufig. Also sag, wenn wir weiter können. Ja, wir können weiter. Okay, alles klar. Leute, wie gesagt, wir fahren jetzt nach Nürnberg. Jan hat natürlich die Route eigentlich nach Wien. Deswegen fahre ich jetzt hier voraus. Absolut krass. Ja, ich meine aber auch schon nach Nürnberg. Ja, ja, du hast da was umgestellt, aber ja. Ich weiß auch nicht, wo ich die Kamera hinpacke. Also ich nehme heute mit Greenscreen auf. Wahrscheinlich da neben dem Lenkrad hier links so daneben, weißt du? Weiste? Weist. Ich weiß es auch nicht, weil ich nehme auch mit Greenscreen auf. Ich weiß es noch nicht genau. Zufälligerweise. Zufällig, ja. Zufällig beide. Lol, was da denn los ist. Erstmal so Tempomat auf 300. Stimmt, Tempomaten. Aber guck mal, das hier ist schon wieder irgendwie so, dass man muss jetzt hier in der Mitte fahren, um nicht abzufahren. Ja, das ist echt nicht so, das stimmt. Das ist nicht wirklich typisch für deutsche Autobahnen. Also das gibt es zwar an ganz paar Stellen, in Berlin zum Beispiel gibt es das häufiger. Aber selten trotzdem allgemein. Aber allgemein so. Das stimmt, also das ist nicht so ganz realistisch. Aber er hat gesagt, bitte links halten. Oh, jetzt ist nur zweispurig, merke ich. Also das dann wieder. Blitzer, Blitzer, Blitzer. 80 darf man fahren, ne? Ja, ja. Das ist ja das Praktische. Ich fahre einfach vor dir. Kann nicht immer warnen. Und wenn ich blitze, ist mir auch egal. In echt haben die LKW-Fahrer ja auch so einen eigenen Funk, so einen... Ja, wie in F1. Funk, Funk. Ja, genau. Leute, ihr könnt auch gerne natürlich wieder reinschreiben, ob wir das öfter machen sollen, auch irgendwelche Themen oder so, über die man quatscht. Weil an sich ist das Spiel zwar absolut geil, also ich feiere Euro Truck, habe ich schon immer gefeiert. Und mir macht auch Spaß, aber... Ich glaube, ich muss mal den Sound hier wenn man so leiser stellen, halt mal an. Alter. Route neu berechnen. Route neu berechnen, lul. Ich bin ultra Kamikaze in die... an die Raststätte gefahren. Es war so ein Millimeter davor, hast du Bescheid gesagt. Da rechts wären sogar Parkplätze gewesen, aber ist egal. Ich bleib hier eh nicht stehen. Ja, ja, wenn man fährt, fährt man halt einfach. Das ist das Ding, ne? Echt? Also, da passiert auch nicht mega das Spannende. Rausschneiden wollen wir es natürlich nicht, weil wir so absolut coole Typen sind. Aber... Ja, wenn wir da Themen hätten zum Quatschen, immer gerne. Wir können auch mal wieder einen Livestream machen, wenn wir das hier so, ne? Also, wäre auch krass. Und du brauchst einer Geld. Einer mit zwei Anhängern ist hier gerade vorbeigefahren. Du brauchst Geld. Ja, also es gibt echt einige neue Sachen. Ja, ein Livestream wäre echt nicht schlecht, wenn wir mal irgendwie einen Wo Livestream bist machen. Du denn, Alter? Kommt der wieder nicht? Ich finde es schon wieder traurig, dass es dunkel ist. In Real Life ist gerade 17 Uhr einfach und hier in dem Spiel ist einfach stockdunkel. Ja, in echt ist es auch schon dunkel. Ja. Das halte ich ja jetzt für ein Gerücht. Alter, der mit zwei Anhängern schneidet mich fast. Der hat aber nur angetäuscht, habe ich das Gefühl. Ich fahre 80 gerade so, ich halte mich an die Geschwindigkeit. Was ist das denn? Ich fahre 108. Was auch so ist, dass mein LKW besser ist als Jans. Ja. Und dass man nochmal für die Leute, die hier noch nicht so lange auf unseren Kanälen sind oder die das noch nicht so richtig kennen, um das hier mal zu sagen. Wie schnell fährst du gerade? 104. Ja, meine beschleunigt schon schneller. Du bist zwar jetzt innen und ziehst richtig ran. Ich glaube, ich muss rüber. F1. Ja, links halten. Ich muss links halten. So. Ja, ich mich auch. Wird halt jetzt ein bisschen eng für dich. Ich kann es auch noch enger machen, wenn du willst. Nein.
Da, Leute, Leute sind da vorne. Achtung, Alarm. Da fährt einer rückwärts. Ich habe ein bisschen Angst, aber der steht hier relativ weit rechts auch. Alles gut. Irgendwas hört sich gerade richtig komisch an. Ich weiß auch nicht, ob der Spielsound laut genug ist. Sag mal was, laut, hallo? Laut genug? Ich kümmere mich eher darum, dass vielleicht, also... Nee, ich hab, also ich mach das immer so, also meine, das ist meine Meinung, dass ich immer erstmal leise stelle und dann lieber bist du lauter als der Spielsound, man hört den Spielsound fast gar nicht, als das, Alter, wir fahren gerade zu dritt nebeneinander. So geil. Anstatt dass das... Alter, schneid doch nicht die Kurve! Ja, ich muss hier links rüber, der... Ja, jetzt kannst du ja auch, man... Schneidest du ja schon instant. Miau. Ja, ich auch. Oh Gott. Was denn? Alles gut. Ja, ich hab Angst, mit 112 km/h fahr ich hier gerade lang. Ja, guck mal, 120 darf man. Oh, guck mal, ja. Oh Gott, die Kurve. Ja, alles gut. Kannst vor. Bin ja schon vorne. Ja, vor mich. Denke ich sogar recht. Ja. Oh, jetzt fast wieder sind drei Spuren. Oh. Oh. Aber jetzt bin ich nur bei der 103 km/h. Ja, schon heftig. Du hast ja die Aufnahme relativ bei Zeiten gestartet, ne? Also bei Zeiten? Ja, also ich habe die 5 Minuten vorher oder so gestartet. Ja, wir nehmen jetzt seit 12 Minuten auf. Okay, ja, dass wir die vielleicht irgendwo dann auch in die Hälfte kutten, weiß man ja nicht, ne? Ja, bis Wien willst du durchfahren? Nein, also... Ja, ja, also... Das heißt, dann müssen wir irgendwo kutten. Quasi. Neue Anmod machen, oder nicht? Ja. Schon, oder? Leiden wir eigentlich rechts halten. Und dann die Ausfahrt ja, rechts nehmen. Ja, musst du hier weg. Ja, schneiden würde ich nicht, würde nur... Alter, bremst du nicht! Ja, ist es vielleicht eine Ausfahrt? Ja, aber also, nicht so krass bremsen, bist du ja, irre? 80 km/h ist ja, ich würde den Blinker auch noch anlassen. Ja, ich auch. Alter, wir schneiden! Ich schneide nicht, ich bin auf meiner Spur, das ja, macht vielleicht mein Anhänger schneidet vielleicht. Wie doof! Wie doof, Alter. Jo, das ist aber hier kein Sicherheitsabstand. Kein Ding. Das ist übrigens das Dankezeichen, kennst du? Nee, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Sag nicht danke. Ich muss dir Sachen beibringen, kenne ich von meinem Vater. Der war tatsächlich früher LKW-Fahrer. Das ist ziemlich lange her, auch nur für kurze Zeit. Er hat den Job dann an den Nagel gehängt, weil es nicht so sein Ding war. Was heißt nicht an so sein Ding? An den LKW-Anhänger gehängt. Nee, es ist auch, finde ich, ein schwieriger Job so an sich. Ne? Also ich meine, kommt drauf an, was für Fahrten du machst, aber du bist schon so privat eingeschränkt, würde ich schon sagen. Also so Familie, Freunde, Freizeit ist schlecht. Da bin ich als Fußballprofi auch. Aber da verdienst du deutlich mehr, wenn du Fußballprofi bist, als LKW-Fahrer. Also, man muss schon sagen, dass das schon ein harter Job ist. Aber er hat es ein paar Jahre gemacht und da habe ich schon einige Sachen, hat er mir schon so erzählt, Stories. Siehst du mich eigentlich noch oder bin ich schon so weit weg? Kannst du auch nur 110 in der Spitze fahren. In der Spitze? Oh, ja, aber du fährst keine 110. Ich fahr 110. Echt? Echt. Jetzt immer noch den Berg hoch? Ja. Noch immer? Ja. Ich nicht mehr. Ich immer noch. Nee, jetzt glaube ich. Jetzt 109, ja, 108. Ja, ungefähr da. 107, 106, 105, 104, 103. Und dann die Ausfahrt. 102! Ich noch nicht, aber 105, 106. Aber egal jetzt. Die Ausfahrt ah, jetzt beschleunige ich auch wieder, sehr gut. Jetzt gerade, wo es so... Kann man da durchfahren einfach? Nee, habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Gleich jetzt bretterst du mir hinten drauf. Ja, ja, fahr mal schneller, warte. Ich benutze hier einfach den
Warte, nein, ich bin links! Hallo! Wo fährst du lang? Ich war links. Digga, mein LKW ist gleich kaputt. Du bist ja noch nicht reingefahren. Was? Nein, ich bin links neben dir. Ja, aber du bist ja noch nicht in mich reingefahren. Ich wollte dich ja ein bisschen ausbremsen, hallo. Du darfst ja nicht. Darfst du nicht? Das darfst nicht, kauft unser Mörder. Oh! Hab ich sogar an. Ich auch. Oh, scheiße, wie geil. Ich hol mir übrigens bald ein neues. Was? Was denn jetzt? Willst du nicht weglachen, oder? Was ist denn, ha? Ich find's lustig. Ja, ich auch. Weil ich dich gleich kaputt fahren werde. Ja. Oh. Nja. Alter. Nee, komm, das lassen wir. Ich hab Angst, dass wirklich irgendwas passiert. Alter, warum bist du eigentlich schneller als ich? Hör doch auf! Ich fahre nur 107. Ja, ich fahre 109, du überholst mich gar nicht. Ja, blink, oder? Ey! Ey! du überholst mich einfach, ich fahre 110. Was machst dieses Spiel? Fährst du nicht rüber? Nein, kannst nicht! Hör auf! Jetzt kannst du. Echt? Ja. Warum das denn? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, auf der linken Spur 110. Fährt man einfach schneller. Ich weiß auch links rüber. Meine 110 sind schneller als du. Ja. Bist du auf einer höheren Flughöhe oder so? Ja, genau. Alter, du ziehst einfach weg. Ohne Müll, ich verstehe es nicht. Das ist der Windschatten, den ich nicht habe. Ah. Ich glaube, du warst einfach innen. Ich habe nicht so auf die Spur geachtet. Keine Ahnung, ich hau einen Tempomaten rein, start die Kamera mal kurz neu. Ich war die ganze Zeit nur mit Tempomat. Ich nicht. Ich bin das gewohnt jetzt. Oh, Synchro. Ich bin das gewohnt jetzt, weil ich ja, wie gesagt, in echt jetzt auch öfter mal Auto fahre und einen Führerschein habe, dass ich echt fast nie mit Tempomat fahre. Also in echt fahre ich auch manchmal, aber nicht immer. Also selten eigentlich. Ich fahre auch nur selten mit Tempomat, aber bei Eurotruck. Ja, ja. Ich denke da gar nicht mehr so dran. Ich denke gerade, ich wäre im echten Leben, weißt du? Hallo. Musst hier rechts abfahren, weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid. Oder fährst du einfach geradeaus in die Wand? Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Bremsen! Nimm so die Ausfahrt doof. Rechts. Ja, ich nehme sie, warte. Alter, bei dir hebt sie alles, Mann! Wow! Ich kipp! Das war so schlecht! Ich hab keinen Schock meines Lebens gekriegt, nur mal in Slow Motion gleich, oder? Ja, nee, aber dann haben wir wieder nicht hier gleiche Folgenlänge. Aber ich war gerade kurz in der Leitplanke, dann hat's mich ein bisschen gedreht. Links, rechts und dann bin ich weitergefahren. Auto kaputt? Ja, bestimmt irgendwie. Ich glaube 2% oder so stand da. 100%, aber macht nichts. 2, glaube ich, stand da. Alter, das war so kritisch. Ich wollte dich ein bisschen einholen, dachte, komm, das packst du. Und dann habe ich es halt absolut vergangen. Upsi. Ach ja. Ich bin ein guter Autofahrer. Auto, oder? Ja. Brumm, brumm. Das hier ist mein Auto. Normalerweise in echt fahre ich größere Autos. Lol, wie du da in die Kurve reinziehst. Geht die gar nichts. Wie schnell fährst du eigentlich gerade? Ja, 90. Was? Du bist so irre. Oh. Weiß ich auch nicht. Also hier fahre ich jetzt auch gerade ohne Tempomat. Aber wo muss eigentlich hin? Ich fahre jetzt einfach komplett Richtung Nürnberg so. Ja, wir haben ja noch genug Kilometer. Aber ich fahre jetzt einfach auch mit 110. Tempomat habe ich mir jetzt angemacht. Ja, aber fährst du nicht so schnell, ne? Ich fahre 110 gerade. Echt? Nein. Nein, 84, 83. Es geht gerade unter den Berg hoch. Dann hole ich dich hoffentlich ein. Okay, der Berg killt mich auch ein bisschen. Aber Alter, was kommt da denn jetzt für eine Kurve? Hilfe! Was ist das? Der Tempomat ist immer noch eingestellt.
Oh, das Spaß, sollte ich aber vielleicht ausstellen. Was ist das für eine Kurve, Alter? LOL, die Bande! Alter, ich bin ein bisschen gekippt, aber nicht so stark. Alter, ist das eine Kurve. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Und jetzt wieder ausbeschleunigen in F1. Alter, die Kurve war ja heftig. Was ist das denn überhaupt? Oh mein Gott, ich muss nochmal vom Gas. Was ist das für eine Scheiße hier eigentlich? Also ja, fahr doch mal auf deine Spur, oder? Also wie kommst du denn eigentlich schon wieder so nah dran? Ich dachte, du... Ja, meine Beschleunigung ist halt besser. Bist du denn für den Hörer da durchgefahren? Ich musste halt ein bisschen riskieren. Ein bisschen riskieren. Kann ich? Nein! Warum denn nicht? Weil wir gleich schnell fahren. Oh! Wie viel fährst du denn? Ja, 107 gerade. Oh Gott. Oh Gott! Alter, du ziehst einfach raus. Du bist einfach auf meine Spur gezogen, wenn das nicht mehr neben dir war. Aber ich hab dich nicht gerammt, oder? Nein, weil ich gebremst hab. Und nach rechts ausgebremst. Ich wollte dich ausbremst. Nein, wollte ich nicht, aber ich habe eine Strafe bekommen für Fahren auf Gegenspur. Und dann dachte ich, da vorne kommt jetzt eine Kurve, ich kann doch nicht einmal hier weiterfahren. Yeah, und dann dachte ich so, ja, wird knapp, aber muss reichen. Wird knapp, bist immer noch so neben mir so. Also in meinem Spiegel habe ich gedacht so, ja, ist schon knapp, aber vielleicht so. Und dann dachte ich, komm, zieh's einmal. Ja, ich habe doch Nein gesagt. Nein. Nein. Oh, hier kommt einer, hallo. Er hat schon richtig Panik. Er ist ganz weit rechts gefahren. Ja. Ich hab nichts gemacht, Mann. Ja, man hat schon Angst, weil da Mike Let's Play steht. Ja. Nee, ich bin... Wie schnell dürfen wir eigentlich hier fahren? 60. Hochprofessioneller Fahrer. Steht doch alles da. Alter, wieso fährst du so langsam? Langsam? Ich wollte dich rankommen lassen. Ja. Alter. Da kommt... Oh Gott! Nein. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Im Spiegel hat sich so zerfetzt. Im Spiegel bist du so hoch geflogen. Alter, das war mindestens 1000 Meter, Alter. Hast du dich in die Stadt teleportiert? Warte. Oder, also liegst du auf dem Rücken, ja, ne? Ja, ja. Ich hab 100% Schaden. Oh mein. Das hatte ich ja noch nie. 100%. Den hast du so getötet. Ein Scherz gesagt. Den hast du so getötet. Oh mein Gott. Wo liege ich eigentlich und wie kann ich weiß nicht, die Außenperspektive schalten? Oh mein Gott. Ich bin teilweise unter der Erde. Also meine Kamera, wenn ich so rausschalte, ist unter der Erde. Also ohne Spaß. Aber das wollte ich, konnte auch nicht mehr bremsen. Ich war schon so weit neben dir und man hat den vorher gar nicht gesehen und ich durfte da auch überholen. Ey, dass du überhaupt überholt hast, Alter. Ich so war so irre. Viel schneller als du. Ja, aber ich hab, als ich gesehen habe, da kommt einer, Scheiße. Was habe ich gemacht? Ich glaube, ich bin ein bisschen rechts über. Ich weiß es nicht. Das ging so schnell. Als ich ihn gesehen habe, habe ich direkt gebremst, aber ich konnte nicht nach rechts, weil du warst rechts. Ich habe zwar auch noch ja, rechts. Ja, ja, ich weiß. Ich habe es gesehen. Rein. Du bist in mich rein. Ja, ja, dann kam der andere von vorne. Dann bist du so in die Luft geflogen, Alter. Das war absolut verrückt. So, also ich bin jetzt, weiß ich nicht, in welcher Stadt, aber ich schätze mal, ich bin in Nürnberg, oder nicht? So. Was mich jetzt interessieren würde, also ich denke... LKW-Schaden... 59.530, okay, wir müssen einen Livestream machen zusammen, um mit den Zuschauern. Dass wir heute natürlich Abend noch einen Livestream machen. Ey, ohne ich Spaß. Minus 74.000.
Und der Spaß, was ich gerade extrem interessant finde, und meine das Ware muss ich echt auch sagen, kaputt. Also es sieht jetzt nicht so aus wie in echt, weil ich wohne ja in der Nähe von Nürnberg, für die Leute, die es nicht wissen. Ich wurde geblitzt. Alter, hier, so steht, hier stehen Ortsschilder von Fürth zum Beispiel oder von Erlangen oder so. Das ist alles hier in meiner Gegend quasi. Oder halt in der Nähe von Nürnberg. Und also die gibt's hier nicht mal, die Stadt quasi, aber die Ortsschilder stehen trotzdem da. Ich finde das gerade richtig interessant. Okay, bist du schon auch in Nürnberg? Ich bin jetzt gerade reingefahren, stehe an der Ampel, beziehungsweise... Ja doch, ich stehe an der Ampel. Alter, das sieht realistisch aus. Ich krieg mich gerade nicht mehr. Als ob! Was haben die mit der Map gemacht? Ich bin gerade... Was? Bist du gerade? Also bei den Rampen, das ist richtig lustig für die Leute, die sich auskennen in Nürnberg. Das sieht original, also was heißt original? Original jetzt nicht, aber die haben das echt schon annähernd nachgebaut, wie das in echt da aussieht. Da endet irgendwann die Autobahn quasi fast mitten in Nürnberg. Das ist jetzt nicht mitten in Nürnberg, aber fast mitten in Nürnberg. Immer und das ist, sind die Rampen quasi. Und das sah hier fast exakt so aus. Das ist richtig lustig. Ich fahre gerade an der Werkstatt vorbei. Boah, die Ampel habe ich voll übersehen. Aber ich habe noch halten können. Das war so close. Okay, ich habe jetzt ein richtig fettes Problem. Das glaube ich dir. Alter, ich habe so einen Lachflash gekriegt. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Also es ging so schnell. Vielleicht bin ich noch ein bisschen nach rechts ausgewichen, damit du Platz hast. Aber das ging viel zu schnell. Das Lustige ist halt, dass du den hast du auch absolut gekillt einfach. Aber der konnte weiterfahren. Echt? Ja, der hat dann noch gehupt. Das habe ich gehört, dass er also noch gesehen so, als ich genau, als ich so auf dem Boden gelegen habe, habe ich dann gesehen, dass er dann irgendwie so doof gehupt hat so ein paar Mal und dann ist er weitergefahren. Ja, gut, ich meine, passiert sowas. Also ich, klar bin ich im Endeffekt schuld. So, aber... ja, aber stell dir mal vor, Alter, wenn du einfach so fährst und auch alleine so und plötzlich kommt dir einfach jemand entgegen. Zwei. Ja, aber... Zwei kommen dir entgegen auf der Überholspur. Ich durfte da überholen und ich habe ihn vorher nicht gesehen, und aber ich durfte da trotzdem... Ne, also... Scheiße, der ist nicht unsichtbar. Ich dachte, der wäre unsichtbar. Wobei, überholen... Ja, genau, er fährt auch in mich rein. Dieser Hund. Ist so in dem Fall relativ, weil ich weiß gar nicht, ob LKWs überholen dürfen. Das weiß ich nicht, wie das geregelt ist. Endlich, sagt er. Mein Navigator, so, endlich, wir sind da. So, dann überspringe ich das einfach mal und würde sagen, das war's mit der Folge, ne? Von Nürnberg nach Wien weiter, das werden wir in der nächsten Folge machen. Bedanke mich fürs Zuschauen, war absolut lustig. Mal gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich bin gespannt. Lasst mir einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei beiden Kanälen vorbei, lasst ein Abo da. Ist natürlich wie immer kostenlos. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ciao.